Ja, hey, willkommen, mein Name ist Donny Rölp und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Berseria. Wo bin ich hier? Oh mein Gott. Ja, in der letzten Folge haben wir hier den Festertunnel abgegraben, sind Legard, Shigure begegnet und Kurogane, diesen komischen Meisterschmied, der seinen Kopf angeboten hat, um ein neues Schwert oder zwei neue Kurzschwerter für Rokuro hier herzustellen, damit er Legard Shigure kaputt hauen kann, welcher sein großer Bruder ist. Also weiß ich gar nicht. Ich nehme an, er ist sein großer Bruder, ne? Obwohl, ich glaube, er hat doch gesagt, hey, er ist mein kleiner Bruder und so. Also ja, ich glaube, der ist sein großer Bruder. Warum klingt meine Stimme so komisch? Ja, die haben wir auch im letzten Part kaputt gehauen, ne? Und ja, wir gehen jetzt mal zum Hafen, nehme ich an. Und gucken mal da, was da so abgeht. Der wartet ja irgendwie noch da auf uns. Nein. Wo ist mein Kabel? Direkt hier. Eine Sekunde. Boah. Okay. Ich guck mal am Laden, ob direkt wieder was Neues zu verkaufen ansteht, ne? Und die ganzen Sachen, die wir ja aufleveln, ne? So lange, ne? Meine Güte, habe ich noch ordentlich Sachen zum Hochleveln. Ich will gleich mal in Betracht ziehen, ja, hoch zu leveln. So, nichts Neues, okay. Oh, Tränke des Lebens, die können wir ruhig holen. Und dann wollte nicht. Weiß nicht, das soll, das wird ja schon, glaube ich, der letzte Part, den ich aufnehme, also drei Parts. Und wenn ich dann schon direkt wieder hochleveln soll, hier ein bisschen meine Charaktere, dann soll ich direkt hochleveln, aber damit es ein bisschen schneller geht, die Sachen hier alle zu meistern. Weil ich habe jetzt verdammt viele Sachen, die ich hier meistern kann. Irgendwie ist, glaube ich, niemand kurz davor, irgendwie war doch, ein paar sind schon kurz davor, aber dauert das so lange. Und ich weiß ja nicht, wie viele Dinger ich hier pro Kampf bekomme. Ich habe so das Gefühl, ich bekomme immer noch einen. Und wie komme ich dahin? Ach so, ich muss wahrscheinlich so da rum. Hier ist noch so ein Ding. Das heißt, ich muss eine Kerze irgendwo machen. Oh, eine Katastrophe. Nochmal Zeit, 100. Pff. Ich kann noch 10 weitere davon öffnen. Okay. Folgen wir den Seelen. So, ich werde schon gleich hinkommen. Ja, da ist die Kerze. Und hier ist mein Feuer. Weil ich einfach nur so eine italienische Geste. Basta, basta. Okay, das war rassistisch. Ja, keine Ahnung, ich habe so eine italienische Faust gemacht.何本か同時に打つものなんだ。そのうちの最もできのいいものを真打ち。それ以外のものを影打ちと呼ぶんだ。真打ちと影打ち。俺の一族では当主となったものにゴーランの真打ちが渡され、それ以外の兄弟に影打ちが渡されるんだ。真打ちが本物で影打ちは偽物ってこと？そうだな。しぐれの剣が本物で 俺の剣が偽物という意味なのかもな。そんなつもりじゃ。いや、いいことに気づかせてくれた。だから俺はあいつに勝ちたいのかもしれん。ベルベットにとってはどのライフィセットが真打ちなのかの？Oh God。どういうことです？僕の名前はベルベットの弟の名前なんだ。 アルトリウスに生贄にされた弟の。なあ。何かの間違いです。あの方がそんなことをするはずありません。でも、ならどうしてベルベットはあんなにアルトリウスを憎んでいるの？マジデーモンです。それは。だから、それは。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 
verkloppt alle. Warum tue ich mir jetzt Eisen aus irgendeinem Grund so einen betrunkenen Schläger vorstellen? Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt auf einmal her kam. Wahrscheinlich wegen dieser einen Szene, wo er und Rokuro irgendwie getrunken haben. Obwohl Eisen ist ja ein Faustkämpfer, also könnte hier so ein bisschen Drunken Boxing machen. Das wäre auch geil zu sehen. Und weiß ich nicht, Rokuro mit Schwertern und besoffen, das ist vielleicht nicht so eine gute Idee. Okay, Tails Münzen, da fällt mir ein. Können die mal irgendwann so ein Ballon-Ding hier wieder mal an? Ja, ne, wir kommen doch jetzt gleich an einen Hafen. Und sagt mir, die können da irgendwie, weiß ich nicht. Ich kann da irgendwie so dieses Ballonspiel nochmal machen. Weil da muss ich mit Eleanor hier auch noch ein paar Sachen freischalten. Und warum klingt meine Stimme gerade so? Weil ich mich so gebückt hier irgendwie hinsetze oder so? Ich weiß es nicht. Ja, oder? Ja, liegt so echt daran, glaube ich. Okay, ich habe da hinten wieder was gesehen. Ich muss eine Kerze anmachen. Und also echt hier der ganze. Wir haben so viel Platz, ne? Aber wir gehen ja eigentlich nur wegen Seen und irgend so ein Müll hier rumlaufen, ne? Ich habe mir das gefällt. Ich hätte gerne mehr so Sachen zum Plündern, wie zum Beispiel eine Schatztruhe. Hat ja immer noch das erste Mimik. Aber man muss ja im Gegensatz zu Tales of Systeria nicht noch nach Normen suchen und all sowas, ne? Oder Entdeckungen. Also sehr viel Sammelbares gibt es eigentlich nicht auf der Weltkarte, sage ich jetzt mal. Ja. Jetzt habe ich 988 CN, kannst du nirgendwo nachgucken, ne? Ne? Wird dann doch okay. Jedenfalls sind auch noch sehen, ja, keine Ahnung, man kann ja eigentlich, ich habe 991 schon, ich habe schon wieder 1000. Hier gibt es irgendwie nicht so viele sammelbare Sachen. Weiß nicht, ob mich das so stört oder so, aber オッケー。オッケー。同じランゲツ流なのに戦い方が違うよね。ランゲツ流には大太刀刀の表芸と小太刀刀の裏芸、2つの剣技があるんだ。しぐれが表で、六郎が裏の技ってわけね。通常の武術では裏芸は表芸を補助する技のはずですけど、ランゲツ流でもそうさ。小太刀は大太刀の修行相手として覚える技だ。そんな不利な技で しぐれ様に挑む気なのですか。あの方の剣は尋常では。嫌ってほど知ってるさ。しぐれが本物の天才だってことは、ガキの頃から10年あいつの修行相手をしたのは俺だからな。あいつの大太刀はまさに神業だ。だから俺はしぐれに勝つためにあえて小太刀を選んだ。好みに一番染み込んだ 裏芸をな。前の振りは明白だぞ。恐怖を消せば可能性はある。一刀両断にされる恐怖を制して、あいつの間合いに深く踏み込めれば手数は2倍だ。恐怖を消すか。人間じゃなくなったゴーマならではの剣ね。だろう。この兄弟は持っておる刀そのものじゃのう。え、 最強の誉れも高い神の剣ゴーランと、それに打ち勝とうとあがき続けるゴーを持つセーラ、日向を歩く大魔主の兄と日陰を行くゴーマの歌、正反対の二人が求めるのはただひたすらに。どちらも名刀でも大魔主とゴーマが似ているなんて。 Dieser eigentlich intelligent von Rokuro, ja, den Zweikampf-Dingen, ja, Zweikampfstil zu wechseln. Weil wenn Shigure irgendwie ja so ein richtiger Meister ist von diesem Kampfstil, dann wird er, nehme ich mal an, auch gegen einen Gegner, der diesen Kampfstil beherrscht,
wahrscheinlich auch irgendwie gut ankommen, weil er den Kampfstil halt gemeistert hat. Wenn er dann gegen jemanden antritt, der einen anderen Kampfstil hat, dann ist das doch irgendwie logischer. Wahrscheinlich sogar ein bisschen besser. So, da kommen wir endlich mal raus. Was gezeichnet. Diese Spalte, die sind doch, glaube ich, auch irgendwie nur dazu da, irgendwie Abkürzung zu schaffen, habe ich das Gefühl. Okay, was haben wir hier? Wenn er jetzt bestimmt nicht schon direkt gegen den kämpfen, ne? Kann nix Hafen. Aha. Und da sehe ich einen Händler und da sehe ich so ein Miniboss abgebe Verleihdingen. 110, kein Ding. Wassernorm in Hut, Luffyset. Und Wassernorm in Anzug. Das wäre eine Goldruhe. Oh. Joink! Tranquillo, schon wieder eine Elementarjäger, okay. Hier habe ich ein Nacktes bekommen. Entdeckte Fertigkeiten. Ah, okay. Was hat denn das für eine Fertigkeit? Soll eine neue sein. Fähigkeit gegen gepanzerte Gegner, okay. 163, meine Güte. Okay. Was hast du? Nichts Neues. Warum nicht? Joink. Sieht ja vom Layout genauso aus wie andere Affen. Dass sie alle von uns hinausgebraucht haben. Sie wollte ich den schönen Kampf verdirbt, den sie. Okay. Wir sind jetzt schon direkt, der steht sogar schon da hinten. Dann gehe ich doch mal speichern. Ja, da wird sich noch ein bisschen hinausziehen. Ich meine, ja, er hat seine Waffen und so herstellen lassen, aber trotzdem. Er hat ja gesagt, hier tut er mal eine neue Waffe und so herstellen und dann komm wieder und hau mich kaputt. Aber ich glaube, dass wir jetzt schon direkt ankommen. Die sehen es schon wieder, wie es kommt. Okay, sind das Kräuter? Nein. Hallo. Wenn du sowas von schon wieder verrecken, ja? Gegen den. Stärker.てことは眠いたタイマスたちはみんな帰り家に落ちちゃったのね。だからやめとけって言ったんだ。で、どんな刀を売ったんだ？ Mir hat die Scheide von dem Ding nicht aufgehoben, als er das letzte Mal ausgezogen hat. Vielleicht sollte ich Roku mal ins Team nehmen. hast du gerade eine Abwehr gemacht? Oh Gott. Okay, Magi, du bleibst im Team. Weil wenn du gehst, kurz deine Dinger hier verballern und dann hoch und Roku rein, würde ich sagen. Genau so. So, komm her, Brüderchen. Wurf. Jetzt nicht erst, dann habe ich so das Spiel jetzt. Aua. Mann, hey, nach Magel hat gar keine Seelen mehr. Geil, warte, aber ja, das muss wahr sein. Dann mache ich euch eben auch kaputt. Ah. Genau so, Alter. Im letzten Kampf war ich voll überpowered hier. Im letzten Bosskampf, oh Gott. Geht los, nicht los, oder? Ja, ah. Eleanor, warum bist du tot? Was ist denn schon wieder los, Mann?
Wenn man die Typen erledigen, ey, die machen uns hier fertig. Ja, toll, so weit. Ja, toll, der reicht nicht so weit, Mann. Das gibt's doch einfach nicht, ey. Da macht jemand diese blöden Exorzisten hier einfach kaputt, ey. Ich war so eine, ja, ist die ganze kaputt. Oh Gott, nein, das war nicht. Ich habe gerade gewechselt. Oh Gott, da. Was ist das? So, du bist weg. Jetzt du. Was soll ich sagen? Stellt sich jetzt extra vor. So, jetzt komm her. Oh, ich habe mich mal kurz hier hoch. Nein, kann ich natürlich nicht. In eine verdammte Stadt. Okay. Konter, Wurf. Müssen wir jetzt aber ganz bewegen, ne? Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das dann schon das letzte Treffen war. Nein, das ist eine Seele. Oh Gott, gib mir die mal. Oh, oh. Und Konter. Irgendwann anfällig, es ging Feuer anfällig, die Krise. Oha. Er setzt gleich hier voll seine Seelenbrecher ein, wie blöde. Ja, genau so. Oha. Alter, du hast die höchste Verteidigung von allen Leuten hier, ne? Oh Gott. Boah, diese Angriff kommt mir so bekannt vor. Magilo, rest in peace. Was, wie bist du da rausgekommen? So, wieso zu schwach? Ha, Seelenbrecher gekontert mit Seelenbrecher. Boah. So, ich sollte vielleicht mal Eisen auswechseln, der kann ja auch ein bisschen heilen. Wo ich nicht glaube, dass der sehr viel heilen wird. Boah. Au. Und wir trinken des Lebens, ich habe fahren muss, ey. Ja, mein Seelenbrecher mit seinen Seelenbrecher konnte, wie kannst du sagen, ich war da, wollte ich nicht. Ah. Mein Gott, der wird ja voll bombardiert von allen. Mein Gott. Kann ich jemand heilen? Nein, okay. Mein Gott, der wird voll gekettet, wie blöd. Das sind nur zwei. Oh, hast du mich gerade getreten? Wie kannst du sagen, ich war ein. Onigiri, was? Das ist euch noch die Stimme von Zoro jetzt. Hast du auch neue Angriffe von dem oder was? Vielleicht hast du eine Müsgard einzusetzen. Ach Gott, heil mich. Wie kommt es eigentlich, dass hier jeder nicht wieder am Leben ist? Nur ich nicht.
scheint der einzige zu sein, der die ganze Zeit feigt. Oh Gott, aber knapp. Ja, aber wieder 5 Dinger, ey. Boah, Alter, warum kriege ich so viel Schaden? Er hat schon 5, also macht das sowieso keinen Unterschied. Ja, jeder schafft es hier zu überleben, durch nicht, oder wie? Da macht den fertig. Und Eisen. Oh. Kommt und haut den kaputt mit einer Dempsey-Rolle. Wir auf den Arm nehmen, die habe ich gerade erst gemacht. Ich habe ihn noch nicht mal benutzt. せっかく豪魔になったってのに、とどできのいい乱月流じゃねえか。それじゃ投資の俺に勝てるはずねえだろ。なら見せてやるよ。俺の剣をだ。 今のは良かったぜ。片手を捨てて首を狙うたな。気づくのが一瞬遅けりゃ死んでたぜ。それでいいんだよ、それで。よし、今日はここまでだ。いいか、てめえら。もっとすげえ刀打って、もっと腕を磨いて、俺を切りに来い。 Also irgendwie ironisch, weil genau das wird doch der Fall sein. いい悪い顔になったな。ええ、いい悪い顔だ。なんという人。自分の心配をした方がいいんじゃない？ あなたが裏切ったことは清涼中に伝わったわよ。あの人強かったね。ああ、やつは奴らは強い。けど必要なら倒す。どんな手を使ってでも。今、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 
は包帯に特殊な術がかけられているのか。同様に、あの服装にも注目せねばなりません。あれほどにボロボロな服を着ていることには抵抗があるはずなのに、買い替える素振りもない。裏を返せば、あの服に思い入れがあるという証。上着もよく見ると大きすぎて。まるで男物。もしかすると、あれはベルベットにとって大切な人との思い出が。なら、服装に触れるのは無神経ですね。こう見えても私は裁縫は得意。ここは買い替えよりも修繕を進めるべきかも。見たところ。Sie sagen immer, die sie sich ihren Kopf macht. あんた、そんなこと気にしてたの？あ、いえ、いつも気にしてるわけではありませんが、時々気になるというか。裁縫得意なの？ええ、性格は不器用だと言われますが、手先は器用なんです。そうなんだ。なら、必要な時はあんたにお願いするわ。ま、任せてください！あんた、どうしたの？すごい汗ね。私は寒いのも暑いのも平気だけど、あんたは人間なんだから、自分で調整しなさいよ。あと、noch was Neues aufgefallen。気持ち悪いだろうから、そういう時は言いなさい。水浴びなり、お風呂なり。遠慮しないで、今まで通りやった方がいいわよ。男連中は、そういうのに気づかないから。あ、はい。案外。普通なのですね。服装のことは触れずに置くのが良さそうですね。同じ女子同士。Ich sehe gerade, hier sind ein paar Ausrufezeichen. Geld. Geld. Ich stelle mich einfach vor dem Geld. Wer bist du, Geld? So. Ja.Was den angeht. 1, 2, 3. Oh, was? Haben wir doch was? 2, 3, 4, 5. Okay. Ich dachte, ich habe einen übersehen. Gut. Gut. So, du. Du hast immer noch die Dinger. Okay. Mal gucken, ob ich bei einigen von denen hier ein bisschen besser abschneide.So, Eleanor, du brauchst noch ein paar Sachen. Hatte ich Magie? Ich hatte Magilo schon anscheinend zu diesem Zeitpunkt. Sanduhr, alles Teiler. So, erstmal die Truhe suchen. Viel wird hier nicht mehr passieren, das weiß ich schon. So, da habe ich Truhe gefunden. Dank des Lebens, oh ja, muss ich auch kaufen. Ach, du bist das. あなたはこちらで何を?あんたにいろいろ言われて目が覚めてね。山賊から足を洗ったんだ。ありがとうよ。分かっていただけて私も嬉しいです。それでこれからは何をなさるおつもりですか?本当に言って山賊料理の店でも始めようかと思ってるんだ。山賊料理?おい。山賊やってると。金以外に食い物もいろいろ手に入る。それを組み合わせて創作料理を作るんだよ。キノコばっかりのヌスッと竹々しい丼とかさ、山賊風やめ鍋の歩けば山賊に当たる鍋とか。ちょっと不謹慎な気もしますが、お店ができたら私も食べに行きたいです。そっか、嬉しいな。俺も真人間になって姉ちゃんに。やう男になるぜ。頑張ってください。あんた、あいつの話ちゃんと聞いてた？はい、もちろんです。こんな嬉しいこともあるんですね。Können wir, ich werde mir ein besseres Leben aufbauen. Werd schon sehen, Madame Exorzistin.
Wesen ist ein Gentleman. Was haben wir hier? Was ist das? Lagerhaus. Oh. Mit Zeugs. Keine Ahnung. Wird so aussehen, als würde ich hier doch wieder ein bisschen offscreen hier grinden und Ausrüstung und so hochleveln. So wie es ausschaut, weil wir haben jetzt verdammt viele Sachen. Okay. Erstmal tun wir die letzten Leute hier noch absprechen. Da oben erstmal. Kann ich da mit dem Schiffchen fahren? ミッドガンドにいたはずの副長たちがまさかアイルガンドで待ってるとは。副長はよく信じられないことをしますし、いい加減慣れてるつもりでしたけど、今回は驚きましたよ。副長たちは正論に殺されたかもしれないって情報も警視庁から聞いてましたし。今回は生きていたが、いつそうなるかはわからん。俺がいなくなった時の予行演習だと思えばいい。はい。それより、タイマ氏の女なんか連れてきて大丈夫なんですか？目は光らせている。 Ich stehe übrigens genau hier. Wenn der Captain das hören würde, dass wir ein Exorzist mitnehmen, wäre er begeistert. Damit würde keiner rechnen, würde er sagen. Weil er hat auch irgendwie Spaß in seinem Leben, habe ich so ein Gefühl. Würde ich gerne mal treffen. Ich habe das Gefühl, den werden mal treffen. Hoffentlich müssen wir ihn nicht bekämpfen. Würde ich mir auch vorstellen. So, ich muss erst mal gucken, kann ich hier raus? Ja, ich kann hier raus. Okay. Hi. Oh, そこのお兄さん。立派な太刀を持ってるな。あんた、刀のことがわかるのか。刀鍛冶だよ。修行を始めて20年。ようやくまともなのが打てるようになった駆け出しだがね。 20年もやってるのに駆け出しなの。そういう世界なんだよ。鍛冶職人の集まるこの島では特にな。鉱物の取れる量が減った上、ゴーマに通じないと知って刀を作る職人も減ったと聞いたが、また増えてるのか。ああ、普通の人間が使っても無駄だが、タイマ氏が使えば話は別だ。もともと王国御用達だったカドニクスの剣や武器は清涼にも認められて 盛り返しつつあるんだよ。ここの職人にとって清涼は生活を守ってくれる本当にありがたい存在なんだよ。Okay, aber aufgehört. So cool. Okay. Jetzt neue Sachen. War letztes Mal auch so. Aufs gehen so 5 Minuten gespielt, dann wurde direkt was Neues irgendwie verkauft. So, oh, endlich mal wieder im Dingens hier im Gasthaus ein Skit oder so, nehme ich an. Eine ziemlich anstrengende Reise. Das hier ist richtig gut, um euch Knochen auszuruhen. Oben. Fanservice für die Mädels. いや、普通の修行さ。素振り1万回ってのがガキの頃からの日課なんだ。しぐれに1本でも打ち込みたくて、素振りしまくってるうちに1万回振るようになってた。すごいわね。すごくはない。しぐれと切り合えばあのざまだ。だから素振りを10万回に増やそうと思ってな。あれだ。10万回って 何時間かかると思ってるわけ？知らん。ねえ。無理よ。多分1秒に1回振っても1日じゃ終わらないわよ。そうか。なら1秒に10回振ればいいけるな。あんたね。まあ10万回振ろうが、それだけじゃしぐれに及ばないってわかってるんだがな。太刀でも二頭小太刀でも意味がないと分かっててやるっていうの？ ゴーマにしたって矛盾しすぎでしょ。勝てない相手に勝とうって言うんだ。元から矛盾してるのさ。だから
矛盾を承知で矛盾を超えてみせるしかない。矛盾を超えるとはいえ、夜更かししつつ眠気をなくす矛盾はなかなか超えられんがな。ならとっとと寝なさい。寝不足でしくじっても助けないわよ。そうしよう。Okay. Hier so Anime-Logik. Ja, 10.000 Schwünge. Wie lange dauert das denn, ne? Muss ich mal nachrechnen, ne? Okay. Gut. Lass mich noch mal gucken. Kann ich hier raus? Ja, ne? Ja, wahrscheinlich wieder ausgehen, ein bisschen grinden. Ein paar Erfahrungspunkte und so. Und nicht Erfahrungspunkte, also Meister-Dinger hier. Sind alle kurz vorm Level, das darf einfach nicht wahr sein. Ein paar, ja, ja, Fähigkeiten ist hier irgendwie mal kurz vor irgendwas zu lernen. Nö. Aber ein paar Sachen muss ich jetzt mal langsam lernen. Nee, jetzt habe ich schon wieder zu viele Sachen, habe ich so Gefühl. Und ja, gut, dann würde ich sagen. Ach, niesen. Nein, okay. Obwohl, lass mich das hier mal versuchen, noch kurz. So schnell wie möglich irgendwie Schaden anrichten. Okay, war gut. Ja, besser als beim letzten Mal. Lass noch mal machen, miau. Boah, ich krieg noch nicht mal was. Ja, darf doch nicht wahr sein. Gut, halt einen Moment. Mit wem könnte ich denn hier mal gucken? Stufe 3. Trifft ihn noch nicht mal. Und irgend so ein Flechtzauber. Ja, die Dinger werde ich wahrscheinlich auch genau farmen. Fällt mir gerade ein. Wie viel brauche ich? 12. Ich habe doppelt so lange gebraucht. Noch vielleicht mit Magilu. Aber glaube ich auch nicht. Ja, auch nicht, ey. Damit treffe ich 2 Weiber. Warte mal, ich habe eine Idee mit Eleanor vielleicht. Hätte so durch Borna Angriffe. Oder ich möchte wenigstens. Nein, also mit ihr schaffen wir doch, oder? Also das wird doch was. Ich will eigentlich den einen Angriff einsetzen, USA. Gut. Wo ist der Windangriff? Malstrom, meine Güte. Und da müsste irgendwie klappen. Oh.
貫け力壁冷凍空間よし Verdammt. Komm schon, damit müsst ihr doch schaffen. Nein, beinahe. Oh, komm schon. Wird doch wohl schaffbar sein hier irgendwie. Jawohl. So, zack. Geschafft. 2600 habe ich jetzt bekommen, weil ich das geschafft habe. Glückwunsch, du hast Stufe 3 geschafft. Ersatzbenennung, ja. Flammennorm in Anzug, Love Set. Feuernormen. Guck mal direkt weiter. Ach nein, geht gar nicht weiter. Sag mal hier. Oh, nur diese Normen Sachen kriegt man hier echt die Krise. Würde ich sagen, das hat schon wieder zu lange gedauert und wir machen uns dann auf in der nächsten Folge weiter. So, wann Eltia, keine Ahnung. Und dann sehen wir uns mit ein paar neuen gemeisterten Fähigkeiten und Titel und so in der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.